Sagt Ihnen der Name Fritz Karwardt noch etwas oder vielleicht Clown Karo? Er war die Attraktion im früheren Staatszirkus der DDR. Er sorgte für viele Lacher. Was aber kaum einer weiß, er war ein sehr ruhiger und besonnener Mann. 1995 starb er. Seine Enkelin trat in seine Fußstapfen und bewahrt somit seine künstlerischen Gene. Sie liebt den Auftritt. Und sie hat sich für das komische Schauspiel entschieden. Als ein Mann, der sein Mädel auch nur 5 Minuten warten lässt, ist ein Arschloch. Übrigens, wir heißen Heiße Ecke und nicht Scheiß Heiße Ecke. Susan Forster ist Musicalsängerin aus Leidenschaft. Sie liebt den Trubel auf und hinter der Bühne. Lampenfieber, Fehlanzeige. Ich freue mich einfach auf die Vorstellung, dass man spielen kann. Und er schürte die Spiellust seiner Enkelin. Sein Vermächtnis war Talent. Sein Foto ist immer dabei. Es ist schön, das hier zu haben, auf jeden Fall. Fritz Karwardt alias Clown Karo brachte in den 50er und 60er Jahren eine ganze Republik zum Lachen. Im Staatszirkus der DDR wurde er damals gefeiert wie ein Star. Heute bringt seine Enkelin mit ihrer Art von Humor die Menschen zum Schmunzeln. Wenn der das sehen könnte, das ist, weiß ich gar nicht, was er dazu sagen würde, ob es ihm überhaupt gefallen würde. Der kennt das ja nicht. Früher gab es das ja nicht so, Musical. Also ich glaube nicht, dass er da schon mal was davon gehört hat. Mit Klein Otto und Beppo wurde Fritz Karwardt legendär. In kürzester Zeit nahm er einen kometenhaften Aufstieg in den staatlichen Manegen. Er begann als einfacher Zeltarbeiter und hat seinen Kindheitstraum mühsam erarbeitet. Tochter Marion liebte das Leben ihrer Eltern. Heute kommt sie mit ihrer Tochter an den Ort zurück, wo sie als Kind so viele unbeschwerte Stunden genossen hat. Susan Forster kennt die Zirkusvergangenheit ihrer Mutter und ihres Großvaters nur vom Erzählen. Zirkusluft. Riechst du das? Oh ja, das schmeckt. Der große Staatszirkus von einst ist heute wesentlich kleiner und längst nicht so voll wie damals. Aber das Flair ist immer noch dasselbe. Susanne kann sich lebhaft vorstellen, wie ihr Opa hier auftrat. Er war natürlich immer jemand, der gerne erzählt hat, der gut erzählen konnte, der die Leute in der Runde mitgerissen hat, der es also verstand, Witze zu erzählen und Geschichten zu erzählen. Jetzt schauen wir doch mal, wie dir das Kostüm steht von deinem Opa.